Servus Leute, hier ist der Kevin von JumpStuff. Ich darf euch begrüßen zu einem ganz neuen Video hier auf dem Kanal. Diesmal in einer etwas anderen Perspektive, wie ihr schon seht. Und folgender Grund, ich habe hier ein wunderschönes Päckchen bekommen, das ich jetzt gleich mit euch aufmachen werde. Denn ich weiß nämlich schon, was drin ist und möchte euch das auch gerne zeigen. Aber davor noch was in anderer Sache. Nämlich, ich habe zwei Kumpels, die sich Max und Jonas nennen und die haben eine Band. Und die Band nennt sich das Lumpenpack. Die habt ihr bestimmt auf dem Kanal auch schon mal gesehen. Und ich habe hier ein Päckchen von den beiden bekommen. Das ist die brandneue CD von den beiden. Die nennt sich Steil 2. Und die ist gerade eben angekommen. Und dazu möchte ich euch eine Kleinigkeit erzählen. Nämlich, Max und Jonas werfen auf der Bühne total gerne, also Jonas, Max nicht so, Max spielt Gitarre. Jonas wirft auf der Bühne total gerne mit Konfetti um sich. Und als ich diese CD bzw. Dieses Päckchen aufgemacht habe, ja, wie soll ich sagen, ich habe mich sehr gefreut, denn es ist tatsächlich im Päckchen, ja, in diesem Ding, Konfetti drin. Und zwar jede Menge. Und jetzt ist mein Fußboden versaut und ja, ich finde es einfach super witzig. Vielleicht kann ich euch das auch gerade mal zeigen, nämlich auf dem Album ist ein Song, der nennt sich Guacamole und die CD sieht aus wie eine Avocado. Und wenn man die CD wegmacht, also es ist ein Avocado von außen, wenn man die CD wegmacht, dann ist das eine Avocado von innen, also grandios. Und die beiden machen wirklich geile Musik. Vielen Dank. Ja, ich werde die ganzen Konfetti-Fetzen nachher Stück für Stück einsammeln und mir in Ehren halten und einrahmen oder so. Aber jetzt machen wir mit dem hier weiter. Also, warum wir uns eigentlich hier heute versammelt haben. Ich bin selbst sehr aufgeregt. Freue mich tierisch auf die ganze Schoße. Denn es ist die Rooks Edition von Assassin's Creed Syndicate. Und ich freue mich hart gestern, also heute ist Freitag bei mir jetzt gerade, ich weiß nicht, wenn ihr das Video seht, und gestern war Release-Tag und ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass es erst am Montag kommt jetzt, aber Amazon war schneller und ich feiere das hart und wir machen jetzt diese Edition auf. So sieht das Ganze ohne Folie aus. Wir machen das jetzt mal auf und zwar kann man das dann hier total cool aufklappen und herauskommt als allererstes mal das Spiel an sich, ja, und das ist die Special Edition, da ist die die Mission Die Verschwörung von Darwin und Dickens ist da drin enthalten und ja, es ist eben die PC-Version, die Konsolenversion gibt es ja schon länger. Alles was ich bis jetzt von dem Spiel gesehen habe, war das LP von Sarazar, das ist ziemlich geil, guckt es euch an. Aber guckt natürlich auch mein LP an, das in den nächsten Tagen online geht. Und ja, ich freue mich sehr auf dieses Spiel, denn es ist tatsächlich meine Lieblingsspielereihe. Und ich kann es kaum erwarten, endlich loszuzocken. Dann haben wir hier in der Box noch den Original Assassin's Creed Syndicate Soundtrack, wo dann auch hier die Tracks hinten drauf stehen. Der erste Titel heißt Bloodlines, The Bustle, Steel Cathedrals, The Morning Smoke, Black Alleys. Also das sind eben die ganzen Stücke der Soundtrack von Assassin's Creed Syndicate. Ich finde das ziemlich cool, dass das hier drin ist. Und die CD sieht auch nice aus. Das hat so was von einem, also ich glaube, das soll ein Zahnrad darstellen. Ich finde das echt cool. Und den werde ich nachher auf jeden Fall mir mal reinziehen. Soundtrack. Dann haben wir hier als nächstes eine Map, eine große Karte von London, die ich jetzt einfach gerade mal auffalte. Man sieht hier hinten sind Reklamen drauf von Steric, also dieser Sirup, den man im Spiel, mit dem man zu tun kriegt im Spiel. Und auf der Vorderseite ist eben eine große Karte von London mit gewissen Plätzen, die man im Spiel besichtigen kann, beziehungsweise auch mit Missionen und irgendwelchen Gangsachen. Und man sieht schön die Stadtteile, also Whitechapel, die City, die Themse. Und
Ich glaube, dass das ganz cool ist. Auf jeden Fall sieht es verdammt cool aus. Im Lösungsbuch von... Nein, ich meine, ich habe von irgendeinem Assassin's Creed schon mal so eine Karte gesehen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich meine, es war Assassin's Creed 3. Naja, ich finde auf jeden Fall, das sieht ziemlich, ziemlich cool aus. Und es ist ja auch die größte Spielwelt in einem Assassin's Creed Spiel bisher. Und das allein ist halt ziemlich nice, weil weil ich Open World Games einfach sehr gerne habe. Und ich freue mich riesig drauf, London zu erkunden. Das wird sehr, sehr nice. Gut, dann haben wir zuletzt noch ein Artbook, wenn ich es aus der Schachtel rausbekomme. Ja, ein kleines Artbook mit Konzeptionszeichnungen von Assassin's Creed. Also das sieht dann einfach so aus. Man findet Charakter und Waffen und die einzelnen Stadtbezirke. Und das sieht man dann einfach richtig schön, wie das aussehen soll und wie das aussehen kann. Hier bei Jacob und bei den anderen Nebenmissionen oder Nebendarstellern, sage ich mal. Der bartige Herr in der Mitte ist Charles Darwin, der für seine mehr oder weniger umstrittene Evolutionstheorie ja bekannt ist. Und wir haben hier verschiedene Waffen, die Gehstöcke, das Kukri und diverse versteckte Klingen, die übrigens sehr geil aussehen. Diese Finger erinnert mich irgendwie so ein bisschen an Sauron. Ja, und hier ist dann viel cooles Zeug drin. Und ich finde einfach, dass man da einen richtig geilen Einblick kriegt, auch einen künstlerischen Einblick, sag ich mal, in die Produktion von Assassin's Creed und auch in das Spiel selber, weil, naja, also guckt euch das mal an, also ich finde das echt geil. Vor allem, wie das viktorianische London hier erfasst wurde, sag ich mal, und dargestellt wurde. Ich finde das richtig, richtig gut gemacht und ich freue mich sehr, das alles endlich selbst erkunden zu dürfen. Ja, so viel zu meinem Unboxing, zu der Rooks Edition von Assassin's Creed Syndicate. Ich freue mich riesig, ich verschiebe hier die Requisiten. Ich freue mich riesig, dass ich das Spiel endlich, endlich spielen kann. Ja, jetzt noch ein ganz kleiner, überraschender Schnitt ins Spiel. Ich muss eine kleine Anmerkung machen. Was ihr gerade gesehen habt, also dieses Unboxing, das habe ich aufgenommen am, das war Freitag, der 20., also ein Tag nach Release des Spiels. Jetzt ist mittlerweile der 25. und ich habe immer noch kein Let's Play raus. Nein, Quatsch, jetzt ist der 2. Dezember, ist jetzt falsch geguckt. Und ich habe immer noch kein Let's Play rausgehauen, was an einem blöden Grund liegt, den ich euch gerne zeigen will. Ich kann das Spiel nicht spielen. Denn, ich zeige euch das mal ganz kurz. Bis hierhin ist alles okay, das funktioniert auch wunderbar. Ivy ist cool, Jacob ist auch cool, alle supi. Und ihr seht gleich, was ich meine. Vielleicht irgendwann mal. Genau. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Es ist so, wenn ich rumlaufe und es ist draußen, also nicht in Gebäuden im Spiel, dann ist alles ganz normal und ich sehe alles ganz normal. Aber sobald ich in dem Spiel ein Gebäude betrete, wird das Bild erst so neblig und undurchsichtig, als wäre es irgendwie in einer Fabrik so dämpfig oder so. Und dann wird der Bildschirm nach und nach ganz weiß. Und ihr seht vielleicht dieses Flimmern, ich weiß nicht, ob man es im Video sehen kann. Es ist einfach alles ganz weiß und ich kann nichts erkennen. Wenn ich jetzt auf Escape drücke, dann sieht man manchmal ganz, ganz kurz die Umgebung. Ja? Und ja, das war's. Und so kann ich das Spiel einfach nicht spielen. Ich sehe halt nichts. Und der aktuelle Patch ist drauf und ich weiß nicht, was ich machen soll. Wenn ihr dieses Video seht und dasselbe Problem habt oder vielleicht eine Lösung für dieses Problem wisst, schreibt mir das unbedingt in die Kommentare. Ich will das Spiel unbedingt anzocken. Aber es geht nicht. Ich bin so traurig. Ich habe die erste Mission mit, nicht David Bruce, das ist die Mission hier, die Mission halt davor mit Jacob, mal angespielt und musste mich dann eben immer so auf Escape drücken, gucken, wo ist gerade was,
Und dann habe ich mich so vorangetastet und habe das erste Attentat so hinbekommen. Aber das kann ja keine Dauerlösung sein. Erst recht nicht, wenn es da irgendwie hoch und runter und seitwärts und noch was, keine Ahnung, geht. Ja, so ist der Stand der Dinge. Ich kann das Let's Play erst starten, wenn ich spielen kann. Vorher ist es einfach scheiße. Naja, wenn ihr das Unboxing trotzdem mochtet, dann gebt mir einen Daumen nach oben sehr gerne und sucht mal bei YouTube nach dem Lumpenpack, ganz wichtig, nicht vergessen. Und lasst mir Kommentare da. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn irgendeiner von euch die Lösung für dieses Problem weiß. Ich glaube nicht, dass es am Patch liegt. Ich meine, der ist aktuell. Und ansonsten lasst ein Abo da, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal hoffentlich endlich bei Let's Play Assassin's Creed. Bis dahin, macht's gut, ciao.